Liebe Freunde, einige Gedanken zu Parashat Vayera. Avraham Avinu sitzt am Eingang seines Zeltes. Es ist heiß, 3 Tage nach der Brit Milah, und er spricht mit Hashem. So erklären das unsere Weisen. Und es kommen aber 3 Gäste, und Avraham Avinu sagt: Mein Meister, wenn ich doch Gunst in deinen Augen gefunden habe, geh nicht vorüber. Wer ist dieser Meister? Fragt der Talmud. Es gibt da 2 Meinungen. Die eine Meinung sagt, der Meister sind die Gäste. Er sagt, Gäste, wenn ich Gunst in euren Augen gefunden habe, geht nicht vorüber, kommt zu mir ins Zelt. Eine andere Meinung besagt, es sind nicht die Gäste, es ist Hashem. Avraham sagt zu Hashem, mein Meister, wenn ich Gunst in deinen Augen gefunden habe, geh nicht vorüber, geh nicht weg. Ich kümmere mich um die Gäste und dann komme ich zu dir zurück. Woraus unsere Weisen den folgenden Spruch folgern und sagen, es ist höher angesehen, Gäste zu empfangen, die keinen Ort haben zum Essen oder zu schlafen, als die göttliche Präsenz zu begrüßen, die Schrina. So wie Abraham die Gäste vorgezogen hat vor Hashem selber. Wie können wir das verstehen? Wie können wir Abrahams Präferenz für die Gäste verstehen? Er war doch gerade im Gespräch mit Hashem. Ich glaube, hier liegt eine sehr tiefe Botschaft, die Abraham uns als Vorvater vermitteln wollte. Menschen sind göttliche Geschöpfe. Die Tora sagt uns, im Ebenbilde sind diese Menschen geschaffen. Die Vorväter hatten keine Tora als solche. Die Tora, die Gesetze, die wir kennen, bekamen wir am Sinai. Nichtsdestotrotz brauchen wir das Buch Bereshit, weil es uns lehrt, was es heißt, ein Mensch zu sein. Was den Wert des Menschen zeigt, die Kräfte und die Schwächen des Menschen. Abraham hat den Wert des Menschen gesehen als Ebenbild von Hashem und hat verstanden, dass das ist, was Hashem will. Hashem will, dass wir den Menschen vorziehen. Hashem will, dass wir zu den Menschen einen besonderen Wert verleihen. Und Hashem ist sogar bereit, auf seine eigene Ehre zu verzichten, dass er zu Abraham sagt, ich warte auf dich, gehe, empfange deine Gäste. Diese Lehre aus unserer Parascha vermittelt uns nochmal, welchen großen Wert der Mensch für die Tora, für Hashem und für unser Volk und für Avraham Avinu gehabt hat. Und das kann uns nochmal zu denken anregen, wenn wir zwischen verschiedenen Dingen, die, sage ich mal, religiös sind und menschlich sind, wo wir dann abwiegen müssen, und es gibt Fälle, nicht alle Fälle, dann sollte man den Rabbiner fragen, wenn man nicht weiß, aber es gibt Fälle, wo es wirklich eine Frage des Abwiegens ist und wo manchmal sogar Hashem sagt, ich warte, gehe und bevorzuge den Menschen. Shabbat Shalom.